Heute, was geht ab, Leute? Ist echt schönes Wetter, gutes Wetter. Aber was passiert bei gutem Wetter? Die ganzen Insekten kommen raus. Bienen? Okay, Bienen sind nicht so schlimm. Hummeln, Wespen, die ganzen Fliegen, Moskitos. Also nicht Moskitos, Mücken meine ich. Und alles ganze Zeugs. Wieso labe ich gerade darüber? Weil heute pushen wir wieder ein paar Pokémon auf Max. Und heute ist das Thema. Ja, nicht Käfer, weil ich will nicht jeden Käfer auf Max pushen. Ich will nur drei auf Max pushen, und zwar Bibor, Smetbo und Omot. Omot passt eigentlich gar nicht zu den zwei, aber trotzdem. Ein Schmetterling, eine Biene und eine Motte. Wie gesagt, Omot passt nicht dazu, weil der braucht 50 Bonbons und hat nur eine Entwicklung. Fangen wir mal an mit Bibor. Falls ich mal meinen 100 irgendwo finde. Da ist er ja. So, IV-Check. Bester Satz. KP, Angriff, Defense, 15. Er ist auch relativ hoch, also so niedrig ist er nicht. Aber jetzt erstmal entwickeln. Das sind wertvolle Bonbons, die man für EP hätte benutzen können. Aber wir pushen die jetzt, stecken die in einen Max Bebog ein. So. Kukuna. Passend dazu hätte ich natürlich auch die zwei Schmetterlinge da. Oder der eine Schmetterling, Papinella und Omot da, der Gen 3 Omot. Pulox, genau, hätte ich auch pushen können. Gen 2, gibt es da auch sowas ähnliches? Ich glaube nicht. So. Okay, wir können jetzt schon sehen, der kommt nicht relativ hoch. Aber zwei Giftattacken. Denke ich mal, ist glaube ich auch das beste Moveset. Entweder zweimal Gift oder zweimal Käfer. Aber ihr wisst, der Käfer Pinsir. Ansonsten Sichler oder so. Aber push, push. Wir haben mal ganz am Anfang, also nicht wir, eher gesagt Barish, hat Tati verarscht, weil Tati damals sein, ich weiß nicht mehr, ob es 100er Bibo oder 100er Smetbo war. Auf jeden Fall hat er am Anfang einen 100er bekommen davon und der hat das gepusht, gemaxt. Nicht gemaxt, aber für damalige Verhältnisse auf jeden Fall erstmal gepusht. Und Barish hat ihn böse hat verarscht, deswegen, dass er ein nutzloses Bibor oder das Smetbo gepusht hat. Jetzt machen wir dasselbe. Zum Glück ist Barish nicht mehr da, um uns zu verarschen. Spaß, also Barish sollte echt mal wieder auftauchen. Vielleicht machen wir demnächst mal eine Folge mit ihm. Jetzt erstmal Bibor auf Max. Und wir fallen mit dem. Mit der Folge heute sowieso, weil wir drei Pokémon maxen. Unter die 7 Mille. Aber zum Glück ist ein neues Staub-Event angekündigt worden. 48 Stunden. Check mein anderes Video von heute ab. Da werde ich ein bisschen mehr darüber reden. Und zwar ist es morgen. Oder beginnt es morgen. Nennt sich Earth Day. Und wenn da genug Leute teilnehmen und da den Planeten säubern, dann wird für 48 Stunden entweder doppelt Staub oder dreifach Staub. Ausgehend davon, wie viele Leute mitmachen, freigesetzt, aktiviert. Und dann können wir wieder ein bisschen Staub sammeln und noch mehr Sachen pushen, weil das sind dann 9 Pokémon, die wir auf Max gepusht haben von Gen 1. Dann haben wir schon knapp 2 Mille dann. Ah, nicht ganz wahrscheinlich. Verbraucht. Und wir haben noch viel, noch eine Menge vor. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare. Was ich so, eure Vorschläge, was ich so noch auf Max pushen soll. Am besten so Themen, weil wir wollen ja, damit es vorangeht, wir können nicht ein Video, ein Pokémon pushen, sondern echt so irgendwelche Themen. Thema Misty ist noch dran, mit, keine Ahnung, Entrons, Starmie, Golking und sowas. Dann Thema Team Rocket, mit Arbok, Smogmog und Mauzi, beziehungsweise dann Snubbelycat. Problem, ich brauche noch Smogon-Bonbons. Weil beim Kanto-Event kam irgendwie überhaupt keine Smogons. Rettern überall, Mauzi überall, aber kein einziges Smogon. Der kommt nicht mal auf die 2000. Was echt traurig ist. Gemaxt. Nicht mal die 2000. So. Und? Ich glaube, dreimal geht noch. So. Jetzt noch zweimal. Ne? Einer geht noch. Also wenn da 15 steht, man kann zweimal mit 15 Bonbons pushen. Genau jetzt 15. So.
Und ein letzter Push, nicht mal 1,8 erreicht er. Oh Mann, das ist echt traurig. Aber passend zum Wetter, heute der Bienentag. Bienen, Käfer, Schmetterling. So, nochmal ein V-Check. Das war's. 100er Bibor. 1777. Eine coole Zahl eigentlich. So, weiter geht's mit Raupi. Auch relativ hoch. Ich hoffe mal, dass ich genug Bonbons habe, aber müsste auf jeden Fall reichen. Erstmal entwickeln zu Smetball und dann IV-Check. Raupi echt selten. Also eigentlich ist es ein Pokémon, das nur 12 Bonbons braucht zum Entwickeln. Also eigentlich perfekt für EP, aber der ist einfach zu selten dafür. Ich habe jetzt gerade mal während des Events mit Doppelbonbon und gelber Berge jedes Mal genug zusammengekratzt, dass ich den hoffentlich auf Max pushen kann. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel ich für Bibor gebraucht habe. Aber die waren jetzt ungefähr auf derselben Stufe. Das heißt, ich müsste ungefähr genauso viele Bonbons verbrauchen. Ja, der ist sogar ein bisschen höher jetzt. So, KP, Tag, Defense, 15. Los geht's. Oh. Konfusion, Bugblast. Moment. Setzen wir mal einen TM ein. So. Zumindest zwei Käfer. Kann er schon haben. So, zwei Käferattacken. Jetzt können wir den auf Max pushen. Ja, müsste schon reichen, oder? Ich denke schon, dass es reichen wird. Ich hoffe es. Weil von Level 20 braucht man 248. Und der war auf jeden Fall bei weitem höher als Level 20. Aber ich hatte auch nicht bei weitem 248 Bonbons. Ich hatte nur 100 irgendwas jetzt. 150 oder so. Zum Start. Oh, dann wird es bei Oma sogar noch knapper, weil da habe ich sogar noch weniger Bonbons gehabt. Also, schauen wir mal. Ansonsten folgt dann Teil 2, wo ich Smetbo und Oma noch fertig pushen muss. Und dann ist es vielleicht ein Käfer-Video-Thema beim nächsten Mal. Weil dann pushe ich die zwei zu Ende. Dann kann ich noch Paras auf Max pushen. Was es sonst noch für Käfer gibt. Aber schauen wir mal. Hoffentlich. Ah. Nee, das reicht niemals. Das reicht niemals. Wir sind gerade mal bei 6 Bonbons. Ah, schade, schade, schade. Alter, wie viel brauchen die, Mann? Zu viele Bonbons. Und ich habe extra jedes Mal doppelt. Ananas geworfen, also Ananas, nicht Doppel-Ananas. Und mit Doppel-Bonbon-Event waren das vierfach Bonbons. Und es reicht trotzdem nicht. Nicht mal annähernd. Da habe ich mich echt fest verschätzt. Schade. Teil 2 folgt nächste Woche. Wenn ich genug Bonbons habe, Smetbo, Omod, Parasect und was es sonst noch für Käfer gibt. Fällt mir gerade nicht ein. Können wir aber gleich abchecken, was es noch für Käfer gibt. Für die nächste Folge. Käfer, Kanto-Käfer auf Max pushen. So. Ja, das reicht. Das reicht nicht ganz. Und nach 10 kommt erstmal 12 und dann kommt 15. Und das ist schon mein letzter Push hier. Also wie gesagt, demnächst mehr dazu. Schade. Also abgesehen davon gibt es halt nur noch Parasect, Pinsy und Sichlor. Das können wir auf jeden Fall mal maxen. Und hier könnt ihr sehen, das reicht auch bei weitem nicht. Erstmal Satz hier, KP, Tag, Defense, 15, 100er, entwickeln. Dann haben wir noch 140 Bonbons. Und das reicht auch nicht ganz. Also, oh, da habe ich mich auch krass verschätzt. Aber umso besser. Können wir noch einen Teil 2 machen. Von dem hatte ich auch echt eine Menge Bonbons. Aber alle für EP entwickelt, letztens. Doppel... Psycho. Ich brauche sogar Doppelkäfer für den, weil es gibt so eine Challenge. Da soll man mit Omod versuchen, Kokowai Solo zu machen. Was aber nur anscheinend nur funktioniert, wenn man einen Legacy Move hat. Omod hat irgendeinen Legacy Move. Aber auf jeden Fall Käfer sehr effektiv.
So, Doppelkäfer, perfekt. So, dann pushen wir ihn zumindest so weit wie es geht. Und dann können wir ein paar Bonbons sammeln. Aber das ist auch ein Grund, wieso ich das, die ganzen Sachen hier pushe. Damit ich wieder einen Anreiz bekomme, irgendwas zu machen. Jetzt habe ich einen Anreiz. Wie heißt der Typ? Blutzug. Blutzugbonbons zu sammeln und Raupi-Bonbons zu sammeln. Und natürlich Staub zu sammeln. So, mal schauen. Der müsste von den drei auf jeden Fall der stärkste sein. Sieht man auch jetzt hier direkt. 1,7. Der war auch relativ hoch, also der war glaube ich über 30. Oder an die 30 zumindest. Level meine ich jetzt. Ja. 8 Bonbons und ich habe noch 100, ja. Ich glaube für den habe ich auf jeden Fall mehr als für das Madboy jetzt gerade eben. Gehen auf jeden Fall noch. Ja, da fehlt dann nicht mehr so viel. Ein paar Blutzugs und das geht schon. So. Ganz knapp haben die Bonbons nicht gereicht. So. Ah, der knackt glaube ich auch nicht mal die 2000. Fragwürdig. Checken wir kurz die Käfer ab. So. 1777, Bibo gemaxt. Omod muss doch gemaxt werden. Nächste Folge, Smetbo auch. Pinsir, obwohl es mein Liebling ist, kann auch noch gemaxt werden. Passt perfekt. Ihr wisst, die letzten zwei Pushe wurde später erst hinzugefügt. Können wir dann im nächsten Video mit dem Käfer-Thema auch machen. Pinsir, Sichlo werde ich mir wahrscheinlich aufheben, weil der hat ja die Entwicklung. Und ansonsten halt Pagasekt, genau hier Pagas. Die anderen Käfer sind Gen 2, Gen 3. Die kommen dann irgendwann mal. Das war's von mir und den Käfern, die nicht ganz gemaxt wurden. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Käfer mögt oder habt ihr Angst vor Käfern. Dumme, komische Frage. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.